Wem gehört der Fußball? Es ist eine leicht provokante Frage und trotzdem sind wir alle ein wenig Fußballfans wahrscheinlich. Sind wir fasziniert von diesem Sport? Sonst wären wir heute nicht zusammengekommen, um genau dieses Thema zu diskutieren. Einen wunderschönen guten Abend zuerst von meiner Seite zum heutigen Podiumsgespräch. Ich möchte Ihnen sehr gerne sofort unseren ersten Gast vorstellen. Und zwar ist es Professor Dr. Helmut Dietl. Er ist Professor für Services und Operations Management an der Universität Zürich, Vorsitzender Direktor des Center for Research in Sports Administration an der Universität Zürich, untersucht seit über 20 Jahren die ökonomischen und betriebswirtschaftlichen Besonderheiten des Sports. Herzlich willkommen, Herr Dietl. Und das Wort gehört direkt Ihnen. Vielen Dank für die freundliche Einführung. Einen guten Abend Ihnen alle. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass ich auch da sein darf. Fußball, das ist natürlich in erster Linie Emotion, Leidenschaft, Kampf, Drama. Aber Fußball, insbesondere der Profifußball, ist natürlich auch ein großes Business. Und ich möchte Ihnen in den ersten wenigen Minuten ganz kurz die ökonomischen Besonderheiten des Profifußballs im Allgemeinen vorstellen. Der FC Barcelona muss geführt werden wie ein großes Industrieunternehmen, muss geführt werden nach wirtschaftlichen Kriterien, wie beispielsweise BMW. Aber was sind die Besonderheiten der Profisportbranche? Was unterscheidet den FC Barcelona von Unternehmen wie BMW, Daimler, Toyota etc.? Der erste wichtige Unterschied ist der folgende. Der FC Barcelona alleine kann gar kein marktfähiges Produkt herstellen, während natürlich BMW alleine ein marktfähiges Produkt herstellen kann. BMW braucht nicht Toyotas, um Auto zu produzieren. Der FC Barcelona allein kann vielleicht noch ein Training veranstalten, aber da werden keine Zuschauer kommen oder nicht viele und die werden insbesondere nicht bereit sein, da sehr viel dafür zu bezahlen. Sie brauchen einen Gegner. Der FC Barcelona braucht Real Madrid, braucht Atletico Madrid, braucht andere Mannschaften als Gegner, um ein marktfähiges Produkt herzustellen. Das ist mal der erste große Unterschied. Und jetzt kommt gleich der zweite große Unterschied dazu. Sportlich möchte Barcelona natürlich möglichst viele Spiele gewinnen. Wirtschaftlich ist es aber so, dass sich Barcelona umso besser stellt, je stärker die Gegner sind. Das ist ja genau entgegengesetzt zu dem, was wir in allen anderen Branchen beobachten. BMW möchte, dass Toyota möglichst schwach ist. BMW möchte, dass Mercedes möglichst schwach ist. Dann haben sie mehr Marktanteile und dann können sie größere Umsätze realisieren und auch mehr Gewinne machen. Im Profisport, insbesondere im Profifußball auch und natürlich auch in anderen Teamsportarten, ist das anders. Warum gehen wir zum Fußball? Ein berühmter Nationaltrainer hat mir die Frage wie folgt beantwortet, weil wir nicht wissen, wie es ausgeht. Wenn Barcelona gegen Eibar spielt, dann sind sie haushoher Favorit und dann kommen auch nicht viele Zuschauer und dann wird man nicht große Umsätze erzielen können. Wenn aber der FC Barcelona gegen Real Madrid einen ebenbürtigen, einen starken Gegner spielt, dann kommen viele Zuschauer, dann werden große Umsätze erzielt und dann läuft das Business. Ja, also zwei große Unterschiede. Zunächst mal, ein Profiklub muss zwar geführt werden wie ein Wirtschaftsunternehmen, kann aber alleine gar kein marktfähiges Produkt herstellen. Der zweite Unterschied, ich brauche aus wirtschaftlicher Sicht starke Gegner. Je stärker die Gegner sind, desto mehr Zuschauer kommen in der Regel, desto mehr Aufmerksamkeit erzielt man und diese Aufmerksamkeit können wir wiederum vermarkten. Das ist der große Unterschied zu allen anderen Branchen. Dort wollen die Unternehmen, dass die Konkurrenten möglichst schwach sind. Und dann gibt es noch eine Reihe weiterer Unterschiede, vielleicht noch einen, auf den ich kurz eingehen möchte. Der Wettbewerb im Profisport ist ein Rangwettbewerb. Es kann nur einer Erster werden, einer Zweiter, einer Dritter und so weiter. Das heißt, wenn sich jetzt einer verbessert, ein Club, dann muss sich automatisch zwangsläufig mindestens ein anderer Club verschlechtern. Das ist natürlich auch beispielsweise in der Automobilbranche nicht so. Dort kann natürlich BMW sich verbessern und es kann sich auch Daimler, Toyota und andere verbessern. Im sportlichen Wettbewerb
haben wir einen Rangwettbewerb und wenn sich einer verbessert, müssen sich zwangsläufig mindestens ein anderer verschlechtern. Vielleicht so viel eingangs als einige der ökonomischen Besonderheiten, die wir im Auge behalten müssen, wenn wir den Fußball als Business sehen. Herzlichen Dank. Wir werden diese Dinge im Laufe der Diskussion dann vertiefen. Jetzt schalten wir live nach Jena zu unserem zweiten Gast, zu Professor Dr. Mike Geppert. Er ist Professor für strategisches und internationales Management an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, untersucht zurzeit die Kommerzialisierung und Privatisierung europäischer Fußballvereine. Vielleicht zum Start auch direkt ein paar Worte zu Ihrer Forschung. Hallo, können Sie mich hören? Wir hören Sie laut und deutlich. Wunderbar. Erstmal möchte ich mich bedanken ganz herzlich für die Einladung und begrüße natürlich alle Leute, die ich jetzt gerade nicht sehen kann im Raum, die vor Ort sind und die hier mitsehen. Mein Projekt ist eingebettet in einen Sonderforschungsbereich, der in Jena sich mit dem Thema Strukturwandel des Eigentums beschäftigt. Also wir haben ja in der ganzen Gesellschaft damit zu kämpfen, dass momentan eine Menge privatisiert wird, wie schon gesagt wurde, unter anderem auch Wohnungen. Und das trifft natürlich auch auf Fußballclubs zu, dass sozusagen eine Entwicklung da ist, dass immer mehr privates Kapital in die großen Ligen, aber auch in die kleineren Ligen, zweiten und dritten Ligen fließt. Und es ist sozusagen bei der Ankündigung ja gesagt worden, mit der Super League gab es sozusagen so einen kleinen GAU im Moment, wo Leute gemerkt haben, die das Fußballgeschäft nur als Kommerz sehen, dass es eben viele Fans abschreckt. Also man kann sagen, die Frage, wem gehört Fußball, wird neu gestellt. Das ist eine alte Frage in der Sportökonomie, das wissen wir. Und man kann sagen, vielleicht ist der Fußball auch durch Corona in eine Identitätskrise gekommen. Ein Grund könnte sein, dass es sozusagen zu einer stärkeren Kommerzialisierung und Internationalisierung der Fußballclubs gekommen ist. Um Ihnen nur mal zu sagen, was ich meine mit Kommerzialisierung. Wir wissen zum Beispiel, dass kleine Vereine in der Bundesliga wie der 1. FC Union mit einem Einkommen, das 10-mal geringer ist als von 1. FC Bayern auskommen müssen. Und dass damit natürlich schon mal eine große Ungleichheit in der Investitionssummen im Fußball besteht. Aber trotzdem spielen sie sozusagen in einer Liga und es gelingt sozusagen sagen, dem FC Union auf den 7. Platz zu kommen, obwohl sie die zweitwenigsten Einkommen haben in der Bundesliga. Also sie müssten eigentlich, wenn es nur noch Geld gehen würde, an zweitletzter Stelle gestanden haben in der Bundesliga. Wir wissen natürlich auch, dass die Clubs zunehmend auch von internationalem Kapital, hatte ich schon gesagt, Internationalisierung bestimmt werden. Wir wissen auch in Deutschland, spielt es eine Rolle, man kann ja die Firma Red Bull nehmen, ist ja eine österreichische Firma, die sozusagen in der deutschen Bundesliga platziert ist mit RB Leipzig, Rasenballsportverein Leipzig. Und wir können uns auch die Premiership angucken, die wir uns auch im Vergleich angucken zur Bundesliga, die hochgradig privatisiert ist. Wir haben mittlerweile 8 Clubs in der Premier League, in der ersten Liga in England, die von US- und Kapital sozusagen beeinflusst werden. Mehrheitsbeteiligung bzw. Minderheitsbeteiligung in den Clubs. Wir haben arabisches Geld in Manchester City, den Scheich Mansour aus Abu Dhabi. Und wir haben zunehmend auch chinesisches Kapital, was in die Fußballclubs einfließt. Beispiel wäre der Wolverhampton Wanderers, wo 2016 ein großer Investor eingestiegen ist. Warum ist das alles interessant? Weil eben viele Fans sagen, wir wollen das nicht mehr. Also bei dem Super League-Debakel, würde ich das nennen, gab es ja sozusagen große Diskussionen weltweit, aber auch insbesondere in Europa, wo zum Beispiel die Fans von Manchester United, wo die Gläser-Familie Mehrheitsbesitz hat, gesagt haben, wir wollen das nicht mehr, wir wollen Veränderung der Strukturen, der Ligen, aber auch wir wollen nicht, dass das Privatkapital die Clubs so stark dominiert. Und interessanterweise, das ist sozusagen ein bisschen das Thema heute, haben sie gefordert, man sollte vielleicht eine Regel wie die 50-plus-1-Regel in Großbritannien einführen. Das wurde auch in den britischen Medien diskutiert. Wir wissen auch, dass der Fußballsport eben, das ist auch die Frage vom Projekt, weiterhin öffentliches Gut ist. Das heißt, es gibt öffentliche Interessen am Fußball. Und viele Großpolitiker, angefangen von Herrn Macron oder auch Herr Johnson, haben sich offiziell dazu geäußert. Also wir finden immer wieder Politik vermischt mit Sport. Und damit sehen wir auch, dass sozusagen Sport
ein öffentliches Gut ist, was sich zunehmend kommerzialisiert und wo es eben zu Konflikten kommt. Letzter Punkt noch, den ich vielleicht noch machen möchte, bevor wir in Diskussionen gehen, ist eben, dass Regulierung meines Erachtens eine große Rolle spielt und dass ja jetzt gerade diskutiert wird über die 50-plus-1-Regel, nachdem das Bundeskartellamt Ende Mai gesagt hat, wir müssen das nochmal überdenken. Clubs wie die Werksvereine Leverkusen und Wolfsburg, die zu 100% den Unternehmen gehören, oder auch Herr Hopp, der ja auch eine Hassfigur für einige Fans darstellt, weil er eben für den Kommerz steht. Da kann man darüber diskutieren, ob das gut ist, wie das gemacht wird, ob das alles sozusagen sauber ist von den Fans. Aber Herr Hopp hat es geschafft, sozusagen 96% von Hoffenheim zu übernehmen, weil es eine Ausnahmeregelung gibt von der 50-plus-1-Regel. Nun hat das Bundeskartellamt festgestellt, das muss überdacht werden. Also die Zukunft bleibt spannend. Wie wird reguliert? Wie wird internationales Privatkapital den Fußball weiter beeinflussen? Da würde ich jetzt erstmal stoppen. Herzlichen Dank, Herr Gebhardt. Er musste Corona-bedingt leider in Deutschland bleiben, aber wir freuen uns trotzdem, dass Sie natürlich virtuell dabei sind. Und jetzt darf ich unseren Special Guest von heute nach vorne bitten. Es ist Dr. Bernhard Häusler. Er übernahm 2009 die operative Leitung des FC Basel. 2012 wurde er Vereinspräsident. Unter seiner Führung wurde der FCB 8-mal hintereinander Schweizer Fußballmeister. 2017 wurde er bei seinem Rücktritt zum Ehrenpräsidenten des Vereins ernannt. Bernhard Häusler ist promovierter Jurist und Wirtschaftsanwalt. Damit ist die Runde komplett und wir können einsteigen in unsere Fragestellung. Wem gehört der Fußball? Die erste spontane Reaktion von uns allen ist wahrscheinlich, ja, der gehört irgendwie so uns allen ein wenig. Warum haben wir das Gefühl, der Fußball sei allgemein gut? Ja, zuerst stellt man sich natürlich die Frage, wenn wir davon sprechen, wem gehört der Fußball, müssen wir uns nicht fragen, wem gehört der Fußball und wem gehört der Fußballclub? Ob das nicht zwei verschiedene Fragen sind, grundsätzlich. Aber tatsächlich natürlich lebt der Fußball, wie bereits gesagt worden ist, in den einleitenden Statements von den Emotionen, von den Menschen, die den Fußball tragen, die sich begeistern lassen, die sich in eine andere Welt verführen lassen, in eine Welt, in der sie Emotionen ausleben können, die sie andernorts oder vielleicht im Privat- und Geschäftsleben so nicht ausleben dürfen und können, in einem regulierten Rahmen. Und in dieser Welt haben sich Entertainment-Geschäfte entwickelt, Unternehmen eigentlich, die immer noch als Fußballvereine bezeichnet werden. Und dort stellt sich dann tatsächlich die Frage, rechtlich, aber natürlich vor allem auch emotional, wem gehört denn dieses Spiel nun? Wem gehört das Spiel, das vor 30.000 Zuschauern ausgetragen wird, in dem Millionen, Abermillionen umgesetzt werden? Vereine, in denen nicht mehr eine Halbtagsstelle besetzt wird durch eine Person, die das administrativ erledigt, sondern in deren Hunderte von Menschen angestellt sind und allmonatlich ihre Gehälter verdienen wollen. Und das hat mich in meiner Zeit täglich beschäftigt, diese Frage, weil ich mich immer irgendwie zwischen diesen Welten hin und her gerissen gefühlt habe. Darüber, wem die Fußballclubs gehören, also tatsächlich natürlich zwei verschiedene Fragen, darüber werden wir gleich noch sprechen. Bleiben wir zuerst mal beim Fußball als dieses, ich habe vorhin gesagt, Allgemeingut. Wie sehen Sie es? Wem gehört es? Ja, wie gesagt, ich denke, man muss da auch verschiedene Ebenen unterscheiden. Wir haben die Spieler, wir haben die Clubs, wir haben die Ligen, wir haben die Verbände und das sind alles unterschiedliche Ebenen und da haben wir auch unterschiedliche Eigentumsrechte natürlich. Ja. Natürlich wird jeder sagen, der Spieler hat das Recht auf die Entscheidung, mit welchem Club er verhandelt, wo er dann Verträge abschließt. Aber dann ist es auch schon so, der darf dann nicht für andere Clubs spielen. Also da gibt es gewisse Transferrestriktionen. Das ist zum Teil auch anders als in anderen Branchen. Auf der Ebene der Vereine haben wir unterschiedliche Rechtsformen. Sie sagen, wir werden das auch noch diskutieren. Und da ist ja natürlich auch ein Unterschied, ob ich die Frage stelle, wem gehört der FC Barcelona, ein Verein, der den Socios, den Mitgliedern gehört,
Oder ich habe einen Club wie Manchester United wurde angetönt oder Manchester City, die reichen Privatpersonen gehören. Und dann haben wir natürlich im Überbau die Ligen und die Verbände und das ist dann zum Teil auch ganz unterschiedlich organisiert. Einige Profiligen, die sind mehr so als eine geschlossene Liga organisiert, die dann den Clubs wieder gehören und wir haben das europäische System mit den Verbänden, da haben wir dann die UEFA, die FIFA, die selbst wieder eine Vereinsstruktur haben im weitesten Sinne, wo dann die Mitglieder die einzelnen Landesverbände sind. Also wir haben das demokratische System, wir haben aber auch das kapitalistische System. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns immer wieder. Dann haben wir ein öffentliches Gut, wie beispielsweise die Ergebnisse, die jeder nutzen darf, die jeder weitervermitteln darf. Aber dann haben wir auch wieder privatrechtliche Dinge, beispielsweise die Übertragung. Das gehört dann den Clubs oder der Liga. Und da sind wir in einem großen Spannungsfeld, glaube ich. Ja? Das ist definitiv so. Und Sie, Herr Geppert, haben vorhin gesagt, der Fußball ist ein öffentliches Gut. Können Sie das für uns noch kurz ein bisschen ausführen? Ja, ich sozusagen würde das forschungstheoretisch so begründen, dass eben Anspruchsgruppen unterschiedliche, die können natürlich in den Verbänden sitzen, die können in den Vereinen sitzen, in den Ligen, aber Anspruchsgruppen sind auch Fans, Anspruchsgruppen sind Mitglieder von Vereinen oder auch Berater und Medienunternehmen. Also das ist so ein großes Spektrum. Und das unterscheidet sich, wie Herr Dietl schon sagte, natürlich in den Ligen, welche Anspruchsgruppen dort zur Geltung kommen. In Deutschland traditionell durch die Mitgliedervereine, die natürlich noch existieren. Es gibt, glaube ich, noch 4 in der Bundesliga, die noch reine Mitgliedervereine sind in der nächsten Bundesliga. Haben wir natürlich jetzt mehr Kapitalgesellschaften, Privatunternehmen. Aber durch die Mitglieder kommen natürlich andere Teilhaberechte auch rein in Deutschland in die Diskussion, als das in Großbritannien zum Beispiel der Fall ist. Also eines ist klar, der Fußball in dem Sinne gehört uns nicht. Vor allem die Fußballclubs gehören uns nicht. Die Eigentumsverhältnisse haben Sie jetzt schon ein bisschen angeschnitten. Bleiben wir doch gleich dabei. Sie erforschen diese, Sie erforschen auch, wie sich das Ganze verändert hat. Was ist da so passiert in den letzten Jahren? Also mich jetzt? Ja, genau, Herr Gebhardt. Ja. Ja, genau. Ja, ich meine, wir sind am Anfang der Forschung und wir berufen uns da auf Forschung von anderen Kollegen. Es ist sozusagen eine Tendenz in Europa, festzustellen, was auch Sportökonomen, Kollegen von Herrn Dietl gefunden haben, dass es eben eine Tendenz gibt in den europäischen Ligen, insbesondere in den ersten Ligen, aber mittlerweile auch in zweiten, dritten Ligen, zu Mehrheitseigentümern. Bösartig werden die auch teilweise Sugar Daddies genannt, wie Herr Abramowitsch, einer der ersten, der sozusagen Chelsea damals gekauft hat, als Großunternehmer, als internationaler Unternehmer. Vorher waren es britische Unternehmer, die sozusagen das Spiel verändern. Also das Spiel, das Kapitalspiel meine ich hier dabei, die Einfluss haben auf das sportliche Spiel und das muss man unterscheiden, das wurde ja schon angesprochen, aber die sozusagen internationales Kapital in den europäischen Fußball reinspülen. Wir wissen auch, dass in China mittlerweile, das auch Teil unseres Sonderforschungsbereiches, Investitionen im Fußball stattfinden, weil es im 5-Jahres-Plan steht, der Kommunistischen Partei, also dass Fußball als Ziel gesehen wird, wo China in der Welt mitspielen möchte in Zukunft und das natürlich da auch unter dem Aspekt gesehen werden muss, dass dort Kapital in die Ligen reinspürt, was vorher noch nicht der Fall war, was jetzt in den letzten Jahren erst passiert ist. Und in der Schweiz ist es ja mittlerweile so, dass keine Wahl bleibt. Das stimmt. Also in der Schweiz gilt seit 2006 die Regel, dass der Fußballclub, der Profibetrieb des Fußballclubs in der Form einer Aktiengesellschaft geführt werden muss. Vorher waren eigentlich die Fußballvereine im eigentlichen Sinn. Nur muss man sich auch da nichts vormachen. In den 90er Jahren, als immer mehr Kapital notwendig war, um die Fußballer zu bezahlen und den Betrieb aufrechtzuerhalten, haben sich neben diesen Vereinen Firmen gestellt oder entwickelt, wie zum Beispiel in Basel hieß die Marketing AG und man hat die Rechte an den Spielern diesen Firmen abgetreten, Dinge, die zum Glück heute gar nicht mehr zulässig sind. Also damals war nicht alles nur rosa und wenn wir die Geschichte des Schweizer Fußballs anschauen, müssen wir uns auch nichts vormachen. Die Erfolge der Schweizer Clubs zurück in die 80er, 70er, 90er Jahre gingen immer einher mit Mäzen oder Sugar Daddies oder Personen, die bereit waren, ihr privates Vermögen in den dem Fußballclub zur Verfügung zu stellen. Die waren in dem Sinne nicht finanziert von den Vereinsmitgliedern, sondern eben von einzelnen
damals halt vor allem Herren, die diese Clubs getragen haben. In Basel hat sich dann eine Frau Öri bereit erklärt, nach einer langen Durststrecke, die man in Basel hatte, finanziell den Club zu unterstützen. Und das hat dann auch zu diesem großen Aufschwung geführt. Das ist die Geschichte des Schweizer Spitzensports und der geht auch weit über den Fußball hinaus. Also das müssen wir uns schon klar sein, klar bewusst sein. Und 2006 hat man das Gefühl gehabt, man könnte gewisse Auswüchse, die entstanden waren unter dem Vereinslogo, nämlich ungeordnete, unkontrollierte Konkurse, verhindern, indem man die Fußballclubs zwingt, zu Aktiengesellschaften zu werden. Und wir hatten damals in Basel auch diese Wahl und haben uns dann hingesetzt und haben ein Konzept gefunden, in dem wir einen Hybrid entwickelt hatten. Wir haben eigentlich eine Aktiengesellschaft gegründet und mit dem Einverständnis von Frau Öri als Mehrheitsaktionärin dieser Marketing AG konnten wir aber auch 25% der Beteiligungen dieser Aktiengesellschaft dem Verein überlassen. Und so haben wir eigentlich in Basel eine ganz kleine Lösung, die so ein bisschen sich an Deutschland orientiert, nämlich dass eben die Vereinsmitglieder, für mich war das immer die Legitimationsbasis, für mich, egal ob ich die Mehrheit der Aktien hatte, habe ich mich immer den Vereinsmitgliedern gegenüber rechenschaftspflichtig gefühlt und hatte nie das Gefühl, ich könnte sie mit 75% überstimmen. Also das war eigentlich und ist die Idee natürlich dieses Konstrukts, dass wir die Vereine irgendwie mit im Boot behalten. Gleichzeitig wissend, dass sich die Welt so verändert hat, dass es viele Entscheide gibt, die man einfach nicht mehr in der Struktur eines Vereins fällen kann. Und Sie haben es schon ein bisschen angesprochen, in Österreich beispielsweise mit dieser 50+1 Regel ist man ja nicht nur happy, weil es bindet einem dann doch ein wenig die Hände. Wenn dann die große Mäzenin kommt oder so, kann man je nachdem das Geld so nicht akzeptieren, verständlich. Ja, das Geld nicht akzeptieren, respektive die Mäzenin oder der Mäzen ist nicht unbedingt interessiert an einem Konstrukt, in dem er oder sie nicht alles zu sagen hat, in dem sie sich rechtfertigen muss vor einer Vereinsversammlung, weil sie ja ihr eigenes Geld investiert, respektive investiert ist sowieso der falsche Ausdruck. In diesen Ligen ist es keine Investition in dem Sinne, sondern à fond perdu bereitstellen von eigenen Mitteln, damit der Betrieb aufrechterhalten werden kann. Deshalb kann man die Situation in der Schweiz und in Österreich nicht ganz mit der Bundesliga vergleichen, vielleicht eher mit der zweiten Bundesliga von den Herausforderungen, weil auch viel weniger Geld aus den Fernsehverträgen fließt, selbstverständlich viel weniger aus dem Merchandising-Marketing. Letztendlich sind diese Clubs strukturell defizitär, wenn sie einen Profibetrieb aufrechterhalten wollen mit gewissen Ambitionen. Das ist halt einfach die Situation in den kleinen Märkten in Europa, mit Ausnahme der großen fünf Ligen. Und wir reden jetzt immer noch von Europa. Nochmal ein anderes Bild bietet sich beispielsweise in den nordamerikanischen Profiligen. Was ist da der Unterschied zu uns, Herr Dietl? Also zunächst mal sind die nordamerikanischen Profiligen geschlossene Ligen. Das ganze Sportsystem ist dort ganz anders organisiert. Da haben wir also die Profiligen auf der obersten Ebene, wo die leistungsfähigsten Spieler sind. Und als Unterbau hat man dann den College-Sport, wenn man so will. Wir in Europa haben dieses Pyramidensystem, wo man aus einer Liga in die nächste Liga aufsteigen kann und dann bis zur Champions League theoretisch sich qualifizieren kann. Ein durchlässiges System, wo man versucht jetzt, wir hatten ja eingangs gesagt, dass es sehr wichtig ist, dass wir eine sportliche Ausgeglichenheit haben, dass nicht die einen zu stark und die anderen zu schwach sind, weil dann keine Zuschauer mehr kommen. Das versucht man da quasi zu regulieren durch das Auf- und Abstiegswesen. Ja, die zu schwach sind, die steigen ab und dann kommen Stärkere wieder, so ist die Grundidee gewesen, als Aufsteiger. Und damit ist sichergestellt, dass eine gewisse sportliche Ausgeglichenheit gewährleistet ist. Das ist so das europäische Pyramidensystem, könnte man es vielleicht nennen. Die nordamerikanischen Profiligen sind geschlossene Ligen, dort gibt es keinen Aufstieg, dort gibt es keinen Abstieg. Die spielen also immer gegeneinander, dadurch können sich die auch besser verständigen auf unterschiedliche Regulierungsmechanismen. Wir haben dort beispielsweise Salary Caps, wir haben dort ein relativ umfangreiches sogenanntes Revenue Sharing. Das heißt, da werden also alle Einnahmen, die erzielt werden, möglichst gleichmäßig oder in vielen Bereichen relativ gleichmäßig verteilt. Wir hatten eingangs ja gesagt, ein einzelner Club kann gar kein marktfähiges Produkt herstellen.
wenn jetzt ein Club gegen einen anderen spielt, dann braucht es schon beide Clubs. Und dann ist natürlich auch die Frage, wer hat denn eigentlich ein Anrecht jetzt auf die Erlöse, die erzielt worden sind? Und im Ligensystem ist es so, dass nicht ein Club gegen einen anderen spielt, sondern noch viele andere gegeneinander spielen und alle gemeinsam quasi die Aufmerksamkeit erzeugen und diesen Erlös generieren. Und dann kann man auch die Logik vertreten, ja, dann verteilen wir das auch alle gleichmäßig. Das finden wir den US-amerikanischen Profiligen oder nordamerikanischen Profiligen, zum Teil sind da noch kanadische Teams mit dabei. Und dann ist es auch so, wir haben die angesprochen, die Rechtsformen, dort haben wir eigentlich durchgängig haben wir kapitalistische Systeme. Also die Clubs sind im Besitz meistens reicher Milliardäre oder weniger Personen, Familien etc. Es gibt eine große Ausnahme, das ist das NFL-Team der Green Bay Packers. Und dort gibt es rund 350.000 Aktionäre und die dürfen auch die Aktien nicht beliebig hin und her verkaufen. Da darf auch keiner mehr als einen gewissen Mindestanteil erwerben. Aber das ist eine Ausnahme. Alle anderen sind eigentlich kapitalistische Betriebe, wenn man so will. Die gehören Privatpersonen, reichen Milliardären und die bestimmen letztendlich, was dort gemacht wird. Also ähnlich wie wir das in Europa haben, jetzt bei Manchester United, bei Manchester City, aber in Europa haben wir eben auch noch die eingetragenen Vereine. Ja, und die sind auch erfolgreich, das ist ja das Spannende. Also die größten Einnahmen haben in den letzten Jahren Barcelona, Madrid erzielt, die können also da sehr gut mithalten und die sind zu 100% Vereine. Ja, wo die Socios, die Mitglieder letztendlich das Sagen haben. Sie wählen natürlich den Präsidenten, aber den können sie auch wieder abwählen. Also da haben wir das demokratische System gemischt mit kapitalistischen Gesellschaften in Europa in der Pyramidenform und in den nordamerikanischen Ligen haben wir das kapitalistische System mit den geschlossenen Ligen im Profiwesen. Ja. Stichwort Salary Cap möchte ich gerne noch aufnehmen. Das wird ja doch immer auch mal wieder eingeworfen. Vielleicht würde das auch bei uns Sinn machen, Herr Geppert. Was denken Sie, wäre das was für Europa? Ich denke schon, aber das hatte Herr Wittel gerade gesagt. Ich glaube, das wird nur gut funktionieren in einer geschlossenen Liga, wie es in den USA der Fall ist. Das ist nicht so einfach umzusetzen, wie die Ligen hier in Europa gestrickt sind. Das ist sozusagen vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, nochmal kulturell anders gewachsen. Und deswegen gab es auch den Aufschrei, wir sind in die Politik rein, dass man gesagt haben, für uns ist Sport eben nicht nur Entertainment, sondern auch ein öffentliches Gut, was andere Funktionen hat, ein bisschen sozusagen als Breitensport, Amateursport. Diese Begriffe sind noch nicht gefallen, wo ja Vereine auch eine große Rolle spielen. Also das ist, Fußball ist anders gewachsen. Und Fußball in dem Sinne ist ja in den USA erst in den letzten Jahren bekannt geworden. Das war ja keine Sportart, die in den USA sozusagen so gewachsen ist, wie es in Europa gewachsen ist oder in Lateinamerika zum Beispiel. Nur schon beim Champions League Final bleiben wir direkt noch bei Ihnen, Herr Geppert. Da sind ja eigentlich Besitzerwelten aufeinander geprallt, wirklich Welten, oder? Manchester City gegen Chelsea. Ja, da sind zwei unterschiedliche Modelle. Ich würde sagen, also ich bin ja auch, haben Sie gesagt, Strategieprofessor und internationales Management ist mein Thema. Da sind Familienunternehmen von Herrn Abramowitsch auf einen Großkonzern getroffen. Ne? Und der Großkonzern hat interessanterweise verloren. Wahrscheinlich sportlich eines der besten Teams der Welt ist. Aber das hat Herr Dieter auch gesagt, es bleibt immer ein Unbekannter im Sport und solange die da ist, ist es weiter interessant für die Fans. Wenn das weg wäre, wenn es dann wirklich nur Entertainment wird, weiß ich nicht, ob das funktioniert. Okay, wir haben ein klein wenig Probleme bei der Leitung, aber wir haben mehr oder weniger verstanden, was Sie gesagt haben. Ich hoffe, Sie verstehen uns auch weiterhin. Versuchen es natürlich einfach so weiterzuführen. Wechseln ein bisschen das Thema. Worin unterscheidet sich denn der Profifußball von, ich sage es mal, anderen Wirtschaftsbranchen? Herr Häusler, Sie kennen beide Seiten sehr gut. Gut, also der Profifußball letztendlich ist nichts anderes als Fußball, der von Menschen ausgeübt wird, genauso wie der Fußball auf dem Pausenplatz, nur sind diese Menschen, machen dies berufstätig. Aber am Schluss ist es ein Spiel. Und da sind wir schon beim größten Unterschied, den ich natürlich an der eigenen Haut erlebt habe, nämlich der Unterschied zwischen dem Fußball und dem eigentlichen, ich sage es mal, dem eigentlichen Wert des Fußballs ist ja das Spiel, das Unberechenbare, das Nicht-Planbare,
das Unvorhersehbare, das Ungerechte auf der einen Seite. Und das macht ja den Charme des Fußballs aus. Deshalb bin ich auch nicht ein riesiger Anhänger gewesen von technischen Hilfsmitteln zur Überprüfung von Schiedsrichterentscheiden. Als Fußballfan, als Liebhaber dieses Spiels, das mit dem Fuß ausgeübt wird, einem unmöglichen Körperteil, weshalb vermutlich auch wir alle so Fans sind, weil wir immer wieder diese Unberechenbarkeit, auch diese Fehlerhaftigkeit des Spiels so interpretieren, dass wir sie eigentlich auch so gut können. Vielleicht, oder? Also das macht den Reiz des Fußballs aus. Und diesem Reiz steht gegenüber, dass man auf diesem Spiel aufgebaut nun ein Unternehmen hat, das eigentlich planbar sein sollte, bei dem man eigentlich Verantwortung übernehmen sollte für Gehälter, bei dem man eigentlich ein Budget erstellen sollte. In Basel haben wir Budgets erstellt, wissend, dass wenn wir erfolgreich sind, dieses Budget komplett falsch ist. Wir haben 50 Millionen Erträge budgetiert und haben Ende Jahr im letzten 130 Millionen Umsatz gemacht. Da würde man jeden Manager eigentlich in die Wüste schicken und sagen, du bist ein Wahnsinniger, du kannst nicht budgetieren. Wir haben nur das budgetiert, was für uns budgetierbar war. Nicht der Pfostenschuss, der uns irgendwann dann die Champions League beschert hat, nicht der Transfer, der zufälligerweise zustande gekommen ist, weil sich Herr Abramowitsch in einen Spieler von uns verliebt hat und so weiter, nicht budgetierbar. Und diese Diskrepanz, in der leben wir, und die erklärt natürlich bis zu einem gewissen Grad, warum diejenigen Fußballclubs, bei denen es nochmals um 1-2-0 mehr geht, irgendwann diese Planbarkeit suchen. Und sich in einer Liga vielleicht zusammenschließen wollen, in denen sie eine gewisse Planbarkeit vorfinden und wissen, wir können auch das nächste Jahr planen, ohne dass wir davon abhängen, ob nun eben der entscheidende Elfmeter drin ist oder nicht. Und ich glaube, das müssen wir schon auch berücksichtigen, wenn wir über diese European Super League reden, dass wir halt dort in Dimensionen sprechen von Großunternehmen, natürlich auch gehalten von Milliardären oder Staaten, aber letztendlich von Großunternehmen, an denen unglaublich viele Schicksale, auch menschliche Schicksale, wirtschaftliche Schicksale hängen, weit über die Spieler hinaus. Wir werden gleich ausführlich natürlich auch über die European Super League noch reden, möchte aber ganz gerne da noch rasch nachhaken. Was macht es mit einem, wenn man verantwortlich ist für einen Verein, wenn man weiß, wie viel daran hängt, ob dieses Tor noch fällt in der 90. Minute oder nicht? Diese Emotionen, wie geht man damit um? Es macht einen fast verrückt. Also es geht so weit, dass man irgendwann in sich selbst spürt, dass man sich nicht mehr freut, sondern dass man nur noch erleichtert ist. Also es macht einem fast verrückt. Und man spürt auch diese Diskrepanz, in der man sich selbst auch bewegt. Also man führt Diskussionen mit Menschen, die zum Beispiel einem erklären, wir wollen nicht, dass ihr Spieler von unserer Konkurrenz holt. Und als Fußballfan unseres Clubs habe ich das hundertprozentig verstanden. Und als Unternehmensverantwortlicher des gleichen Clubs habe ich gesagt, genau das müssen wir tun, um eben unsere Dominanz sicherzustellen, um eben auch an diese Einnahmequellen zu kommen, die wir brauchen, um das Geschäft zu finanzieren. Also das ist natürlich ein Zwiespalt, der letztendlich fast schon mittlerweile systemimmanent ist und dem man sich auch nicht entziehen kann, wenn man die Verantwortung übernimmt für einen Club im kommerziellen Bereich. Ja. Und ganz genau das, was Herr Häusler sagt, das macht einem fast verrückt, ist aber doch auch das, was es im Fußball braucht, oder? Den spannenden Wettbewerb. Ist der das A und O? Ja, letztendlich gehen die Leute zum Fußball, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Wenn wir vorher schon wüssten, wie die Spiele ausgehen, dann kommen die Zuschauer nicht. Und vor allem auch die Zuschauer an den Fernsehschirmen muss man mittlerweile sehen. Das ist ja mittlerweile für die Großclubs die größte Einnahmenquelle, weil einfach die Möglichkeiten im Stadion irgendwie logistisch begrenzt sind. Wo kann man noch wachsen? Man kann wachsen an den Fernsehgeräten, insbesondere international. Und wenn ein Spiel 5-0 steht, dann schalten wahrscheinlich viele ab. Wir wollen spannende Spiele, wo man bis zum Ende nicht weiß, wer gewinnt. Am besten, wenn es auch hin und her geht. Dann ab und zu möchte man auch Überraschungen. Man möchte den Underdog siegen sehen. Aber das setzt natürlich schon immer eine gewisse sportliche Ausgeglichenheit voraus. Und wenn wir die nicht haben, dann wird das Ganze nicht planbar werden und dann wird das Ganze als wirtschaftlich nicht planbar werden und dann wird das Ganze schwierig. Deshalb braucht es Mechanismen, damit wir diese Ausgeglichenheit besser hinkriegen. Das ist ja mittlerweile in vielen
oder in einigen europäischen Ligen so, dass eigentlich von Anfang an mittlerweile schon feststeht, wer Meister wird. Und das ist nicht spannend. Wir haben zwar in den europäischen Ligen dann immer noch andere Wettbewerbe, beispielsweise ist in vielen Ligen spannender, wer absteigt und wer nicht. Und dann haben wir die Qualifikation für die Champions League, die Qualifikation für die Euroleague. Da ist schon ein gewisses Spannungspotenzial, das dadurch kreiert wird und erhalten bleibt und dann auch Zuschauer anzieht. Aber letztendlich ist das Spannendste schon die Meisterschaft. Und wenn in einigen Ligen eben das von vornherein schon klar ist, wer Meister wird, dann sinkt die wirtschaftliche Attraktivität. Ja, und genau diesen spannenden Wettbewerb hat ja eigentlich die European Super League versprochen. 12 der größten Top-Vereine Europas haben sich zusammengeschlossen. Mitte April haben sie bekannt gegeben, dass sie sich loslösen möchten von den anderen europäischen Fußballclubs und eine eigene Superliga gründen möchten. Dann gab es massive Proteste und Androhungen von Sanktionen und das Projekt wurde für den Moment ad acta gelegt. Herr Geppert, wo sehen Sie die Gefahr hinter diesen Plänen? Ich glaube, wir müssen sehen, was wir heute diskutieren, dass der Fußball zum internationalen Business geworden ist und eine Privatisierung und Finanzialisierung ja die ganze Gesellschaft betrifft, nicht nur den Fußball. Ich hatte ja schon gesagt, unser Sonderforschungsbereich geschäftet sich ja mit Strukturen des Eigentums und das betrifft die ganze Gesellschaft. Und wenn Leute sehen, dass sozusagen das nur noch um Geld geht, dass sozusagen nur noch darum geht, wie viel Geld ich habe, um mir einen Fußballclub zu kaufen, um dann auch die Meisterschaft zu bestimmen. In der Bundesliga haben wir jetzt den FC Bayern 9-mal Sieger. Und da spielt sicherlich Geld eine Rolle, aber nicht nur. Natürlich ist es auch ein guter Club. Aber was ich damit sagen wollte, dass Leute sehen in ihrem Privatleben, angefangen sozusagen bei Wohnungen bis hin zu staatlichen, ehemals staatlichen Services, die sozusagen jetzt privatisiert wurden, das findet zunehmend auch beim Fußball statt, dass die Leute sagen, das wollen wir nicht. Und gerade so Fans in Europa, die andere Situationen noch kennen, als das sozusagen in den USA der Fall ist. Da ist das, glaube ich, nochmal eine andere Geschichte bei Sport von Anfang an. Da könnte vielleicht der Dieter mehr zu sagen, glaube ich, mehr kommerzialisiert war und Entertainment war. Ja, das ist richtig. Also es wurden die nordamerikanischen Profiligen angesprochen und die sind natürlich von Anfang an kommerzialisiert gewesen. Die sind als Profiligen schon vor über 100 Jahren zum Teil gegründet worden und da geht es darum, auch Geld zu verdienen. Das war nie anders. Aber mittlerweile ist das natürlich auch diese Kommerzialisierung auch in den europäischen Profiligen entsprechend fortgeschritten. Geht es denn wirklich nur um Geld, also auch wenn wir jetzt bei der European Super League bleiben, oder wäre es vielleicht doch auch ein sportlicher Mehrwert? Ja, also gut, also ich glaube, wir müssen etwas ausholen, wir müssen vom Fußball generell ausgehen, wenn wir diese Super League oder dieses Projekt beurteilen. Wir müssen schon ehrlich sein, wie in der Schweiz, sogar in der Bundesliga, zu der wir immer hochschauen, haben natürlich ein Krankheitssymptom. Es ist kein gesundes Symptom für einen Wettbewerb, wenn immer die gleiche Mannschaft Meister wird. Also früher haben wir über solche Ligen gelacht. Wenn wir gelesen haben, irgendwo im Osten oder so, hat ein Meister war 8-mal hintereinander Meister, haben wir gesagt, ja, das ist keine Operettenliga. Das ist nicht ernst zu nehmen. Heute leben wir damit. Wir leben auch damit, dass natürlich in der Bundesliga Ende Saison die Fernsehgelder nach Rangpunkten verteilt wird, was natürlich dem fünften letztlich vor Augen führt, dass der vierte vom letzten Jahr mehr kriegt und der dritte noch mehr und der zweite noch mehr, womit natürlich von dem Geld her eine gewisse Zementierung der Ranglisten stattfindet. Das können wir gar nicht leugnen. Und diese Zementierung geht natürlich dann auf Kosten ein bisschen des offenen Wettbewerbs. Und ich habe das selbst erlebt. Ich habe nie mir vorstellen können, was man darunter versteht, sich zu Tode siegen. Und gleichzeitig habe ich es in Basel erlebt, wie die Emotionen immer geringer wurden mit jedem Meistertitel, bis hin zur Aussage einmal eines Fans zu mir, ich kann mich nicht mehr freuen, wenn der FCB gewinnt, ich habe Mitleid mit dem Gegner, früher habe ich sie gehasst. Also in dem Sinne ist natürlich wirklich, wie das gesagt worden ist von Herrn Dietz, dass wir leben als Clubs von der Konkurrenz. Und jetzt kommen wir zu dieser Super League. Warum kommt diese Idee? Einerseits die Planbarkeit, aber andererseits natürlich auch vermutlich müssen wir uns in Europa bewusst sein, es ist ja nicht nur spannend, wenn am Schluss überall dort die Meister sind, die einfach am meisten Geld haben. Und das ist kein Fußballproblem, sondern das ist ein Problem, das wir zum Glück selbst, wir Juristen, noch mit unterstützt haben. Das hat mit der Freizügigkeit zu tun, also der Aufhebung der Beschränkung von ausländischen Spielern.
Damit gehen die Fußballspieler halt dorthin, wo sie am meisten Geld verdienen können. Und da unterscheiden sich die Fußballspieler weder von den Ärzten, noch von den Anwälten, noch von einer anderen Berufsgruppe. Aber das ist natürlich im Fußball, wo wir ja vom Wettbewerb leben, nicht unbedingt eine gute Entwicklung. Deshalb war für mich dieser Schritt oder ist dieser Schritt für mich nicht nur unlogisch, dass er gekommen ist. Und auch die Diskussion für mich als ehemaliger Präsident eines kleinen Clubs, der gegen Chelsea und so weiter, gegen diese Clubs spielen durfte. Mir war natürlich irgendwann auch klar, dass diese Vergleiche in einzelnen Spielen einen beschränkten sportlichen Aussagewert hatten. Wir mussten von unglaublich vielen Konstellationen profitieren, damit dieses Spiel ausgeglichen war. Ich selbst saß auf der Tribüne relativ relaxed in diesen Spielen. Weil ich mir sagte, ja gut, also da gibt es einen Spieler auf der Gegenseite, der verdient so viel wie unser gesamter Etat. Was bringt das überhaupt noch, dieser Vergleich? Also das müssen wir uns schon bewusst sein. Wir bewegen uns in Europa schon in verschiedenen Welten. Und diese Welten, die driften immer mehr auseinander. Und das ist jetzt spannend, was Sie sagen, weil der Aufschrei, der war natürlich riesig nach dieser Nacht im April, Herr Gebhardt. Sie haben aber doch da und dort jetzt auch zustimmend genickt. Also Sie verstehen schon auch die Argumentation. Ich verstehe die Argumente vollkommen. Wenn ich in der Position wäre als Präsident eines Fußballclubs, würde ich wahrscheinlich ähnlich argumentieren. Aber es gibt ja noch andere Stakeholdergruppen. Und ich glaube, wo es darum geht, hier in der gesamten Gesellschaft, um einen Ausgleich von Interessen, von verschiedenen Stakeholdern, Anspruchsgruppen. Und das muss auch im Fußball stattfinden. Also wenn jetzt zum Beispiel nehmen wir ein Beispiel aus der Bundesliga RB Leipzig. Sozusagen, wenn dort Teilhabe eigentlich nicht mehr stattfindet, weil die Mitglieder sozusagen selektiert sind, die da votieren können, die also dem Konzern angehören und die Rest sozusagen können Geld geben als Mitglieder, aber können nicht mitbestimmen. Wenn das so weitergeht, dann ist der Fußball wirklich tot. Ich denke schon, dass Anspruchsgruppen, man versuchen muss, Ausgleich zwischen Anspruchsgruppen zu finden, wie der Fußball sich organisieren soll, dass man sich von oben sozusagen, wie das bei der Super League versucht wurde, nach unten durchdrückt und sagt, jetzt mal versuchen wir es mal als Testballon, ob es klappt. Hat nicht geklappt, machen wir dann in 2 Jahren wieder. Nein, man muss gucken, man muss die Leute mitnehmen und gucken, was ist gut für den Fußball, für den Sport, für eine ausgeglichene Balance und so weiter. Ja, vielleicht, dass Sie mich nicht falsch verstanden haben. Ich sehe das ganz, ganz ähnlich. Ich habe nur zum Ausdruck bringen wollen, dass vielleicht die Basis, wir, die den Fußball leben und lieben, gar nicht so zwingend von diesen 12 Clubs abhängig sind. Sie müssen nicht glauben, dass wir in Basel nur glücklich sind, wenn wir Fußballspiele gegen Manchester City haben. Also das ist auch so eine völlig falsche Vorstellung. Die Fans, die den Fußball lieben, die haben die Spiele viel mehr gemocht, wo wir auf Augenhöhe gegen Saint-Étienne in Frankreich und so weiter gespielt haben. Und ich habe zum Teil das Gefühl, wir fixieren uns alle auf diese Großclubs und haben das Gefühl, die bestimmen, was Fußball ist. Dem ist nicht so. Dem ist nicht so. Ich bin Präsident, ehemaliger Präsident eines kleinen Clubs im Vergleich zu diesen großen. Und wir leben den Fußball genauso. Und auch ein viel kleinerer Club als wir leben den, die leben den Fußball auch genauso intensiv. Also wir müssen auch aufpassen, dass wir diese ganze Europa Super League nicht praktisch zu einer Sinnfrage des Fußballs allgemein machen. Wir wissen auch nicht, wenn jetzt die gekommen wäre, wie schrecklich sich das ausgewirkt hätte auf einen FC Basel, wenn er jetzt eben nicht mehr gegen diese 12 hätte spielen können. Ob das so schlimm gewesen wäre, gegen Ajax Amsterdam antreten zu müssen oder gegen Clubs, wie gesagt, die irgendwie vergleichbar mit uns sind. Eine andere Frage ist natürlich ganz klar, wie gehen die Menschen um, die diesen Clubs anhängen und wie gehen wir generell mit dieser Frage um? Aber sie ist eine Frage, und das war eigentlich mein Punkt, die irgendwie auf den Tisch kommen musste irgendwann, wenn wir von Milliardenkonzernen sprechen und gleichzeitig nach einem ausgeglichenen Wettbewerb schreien. Das funktioniert so nicht. Inwiefern ist denn die Einführung wirtschaftlich gesehen sinnvoll? Ja, lassen Sie uns mal ein bisschen die Perspektive wechseln, mit der wir auf diese Super League in Anführungsstrichen schauen. Schauen wir das mal von der Perspektive der Spieler, der Athleten. Ich denke, dass ein Mehrwert geschaffen wird, wenn es gelingt, dass die besten Athleten regelmäßig auf dem Platz stehen. Das interessiert die Zuschauer. Und jetzt muss man sehen, wie gelingt das am besten. Ja, wir wollen die besten Athleten sehen und nicht die besten Athleten gegen schlechte Athleten, sondern wir wollen die besten Athleten gegeneinander auf dem Feld sehen. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich das hinkriegen? Wenn ich jetzt wieder über den großen Teich schaue, dann muss ich sagen, dass
beispielsweise die Basketballliga NBA, die schafft es, die 400, 450 besten Basketballspieler der Welt spielen dort alle in der Liga und spielen regelmäßig gegeneinander. Und da, glaube ich, gibt es noch ein Verbesserungspotenzial in Europa. Man hat zwar die Champions League, aber da gibt es diese Vorrunden, wo auch unattraktiv sind. Also warum spielt der Messi gegen den Ronaldo nur alle 2-3 Jahre? Warum spielen die Spieler von Bayern gegen Real Madrid nur alle 3-4 Jahre? Warum spielen die nicht 2-3 Mal im Jahr gegeneinander? Und da, denke ich, gibt es ein gewisses Verbesserungspotenzial. Ich glaube, dass die Super League, so wie sie jetzt angedacht wurde, natürlich viele abgeschreckt hatte, weil sie ja als geschlossene Liga geplant war. Und das widerspricht unserem europäischen demokratischen Pyramidensystem. Wenn es aber jetzt gelingen würde, die auch durchlässiger zu machen, und es gibt auch zum Teil Modelle, dann denke ich, hätte man da auch mehr Verständnis dafür und dann könnte da auch ein Mehrwert geschaffen werden für alle Beteiligten. Ja? Herr Gebhardt, die Superliga als nicht geschlossene Liga, können Sie sich damit anfreunden? Ich meine, man muss ja sehen, wurde schon genannt, die Champions League bietet ja einiges, was die Super League auch bieten will. Also das ist ja schon mal da. Und man hat ja sozusagen hinten herum dann auch die Super League wieder verändert und mehr Clubs können jetzt mitspielen. Also es gab ja auch eine Reform sozusagen, nachdem die Super League gescheitert ist, hat die UEFA dann ihre Reform durchgedrückt. Das fand ich auch politisch sehr interessant. Also ich denke schon, dass man vielleicht die Champions League reformieren könnte in die Richtung, die Herr Dietl vorschlägt. Aber warum muss man so das amerikanische Modell sozusagen unbedingt in Europa einführen? Noch dazu, weil ja auch die drei von den die Vizepräsidenten sind Amerikaner, die auch Clubs in den USA haben. Also es war ja Real Madrid, Juventus Turin und dann drei amerikanische Investoren, die in der Premier League Clubs besitzen, die sozusagen das gepusht haben. Und das denke ich schon, das ist sozusagen eine kulturelle Ignoranz, die in Europa so nicht funktioniert. Und was Sie vorhin auch gesagt haben, die Planungssicherheit, die ist wichtig und die wäre so natürlich für diese Clubs mehr gegeben. Das ja, natürlich, wenn man es eben, wie gesagt, wie Satelliten anschaut und weg von der Basis ist es, leuchtet es mir ein, dass ein Amerikaner, der hier in Europa einen Club kauft, dass er auf diese Idee kommt, die ist nicht wirklich von der Hand zu weisen. Und die vielgelobten Vereine in Spanien haben natürlich seit Jahren finanziell dermaßen riesige Probleme, deren Dimension wir gar nicht wirklich kennen, dass sie natürlich auch Befürworter einer solchen Konstruktion sind, weil sie sind vermutlich auch Mittel zur Verfügung stellt, die sie sonst nicht generieren können. Ich kann Ihnen einfach zur Champions League noch eine eigene Erfahrung erläutern. Also ich war da jährlich mehrmals in den Wettbewerbskommissionen der UEFA und da hat man mir meistens relativ schmunzelnd vorgeführt, letztlich wie hoch die Einschaltquoten sind, wenn unser Club spielt. Und wir waren 6-mal in 8 Jahren in der Champions League, verglichen mit den Einschaltquoten, wenn halt Manchester gegen Bayern und so weiter spielt. Und ich als Fußballfan, Vertreter eines kleinen Clubs, war natürlich immer noch der Meinung, eigentlich ist doch, dass der Meistercup, in dem jeder Meister aus jeder Nation in Europa mitmachen sollte und am Schluss gewinnt dann der Meister aus einem Land. Und da hat man mir einfach erläutert, letztendlich geht es halt trotzdem um diese Millionen, Milliarden von Umsätzen, die generiert werden aus dem Fernsehen. Und dort, wo sie herkommen, diese Gelder, interessiert es überhaupt nicht, ob dieser Club aus der Schweiz kommt, aus Deutschland oder England, sondern nur, ob er eine Brand ist und ob die Spieler selber Brands sind. Eben, ob Cristiano Ronaldo gegen Messi spielt und das darf er 8-mal im Jahr aus der Sicht dieser Person. Und wir denken so, nein, das ist doch zu viel, wenn jedes Halbfinale immer gleich lautet. Nein, aus der Sicht derjenigen, die die Gelder zur Verfügung stellen, ist es eben nicht so. Und das war für mich auch so ein bisschen ein Augenöffner natürlich, auch ein Wegwischen gewisser Illusionen, wo ich dann festgestellt habe, irgendwie sitzt du hier an einem Topf mit den großen Hunden und bist ein kleiner Hund, der mitessen darf und versuch nicht allzu viel zu bellen, weil sonst hinterfragt man sich vielleicht, warum du überhaupt auch hier dein Futter beziehst, weil dein Futter eigentlich viel zu hoch ist, gemessen am Umsatz, den du hast. Das ist auch ein Fakt. Das muss man auch sehen. Ja, der Unterschied zwischen klein und groß ist halt doch da, zwischen arm und reich auch. Sollte aber so das allgemeine Verständnis nicht zu groß werden. Ist das so? Ist das wichtig?
Ja, wir haben das jetzt mehrfach schon angesprochen. Man möchte möglichst ausgeglichene Spiele haben. Und das Problem ist eben, wenn ein Club wie der FC Basel mitspielt, aber nicht die wirtschaftlichen Möglichkeiten hat. Das beginnt schon bei den Fernseheinnahmen, die von der UEFA auch nach gewissen Regeln, nach Marketingpool verteilt werden. Und dann bekommt der FC Basel, wenn er gegen Liverpool spielt, einen viel geringeren Anteil an den Fernseheinnahmen als der FC Liverpool. Jetzt ist er sowieso schon stärker, jetzt kriegt er noch mehr. Das jetzige System, auch Herr Häusler hat das angesprochen, die Verteilung der Fernsehgelder in den Ligen ist abhängig vom sportlichen Erfolg. Wenn der wirtschaftliche Erfolg mit dem sportlichen Erfolg gekoppelt ist, dann zementiere ich natürlich auf Dauer immer größere Unterschiede. Ja? Und um das abzuwenden, müsste man jetzt stärker umverteilen. Aber diese Umverteilung wird natürlich schwieriger in diesem europäischen Pyramidensystem als in einer geschlossenen Liga. Das wäre jetzt wieder ein Vorteil der geschlossenen Ligen. Also wir müssen als Ökonomen ja immer auch in diesen Trade-offs denken. Nicht das eine System ist besser als das andere, sondern das eine System hat einige Vorteile, hat aber auch wieder andere Nachteile. Und da müssen wir versuchen, möglichst ein Optimum zu finden in diesem komplexen Geflecht. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass ein möglicher das Optimum wäre, dass man die nationalen Ligen erhält, dass man aber die Champions League noch weiter dahingehend reformiert, dass die großen, reichen, starken, wie man sie nennen will, etwas häufiger gegeneinander spielen, als sie momentan spielen. Ne? Und dann versucht vielleicht auch dort mehr umzuverteilen wieder. Ja? Aber das ist ein komplexes Geflecht. Wenn man an die eine Schraube dreht, dann hat man Nachteile auf der anderen Seite und umgekehrt. Also das gilt es sehr, sehr genau anzusehen, bevor man da etwas dreht. Ja. Es klingt nach einem sehr spannenden Ansatz, wahrscheinlich auch nicht allzu leicht lösbar. Nein, nicht allzu leicht lösbar. Es erinnert mich natürlich auch daran, wie ich selbst janusköpfig argumentiert habe. Ich war am Tisch der Großen, habe gesagt, ihr müsst mehr mit uns teilen. Und dann saß ich am Tisch mit der Swiss Football League, mit den anderen Clubs in der Schweiz und habe gesagt, wir haben das Geld verdient in der Champions League, das gehört uns. Und wir verteilen es jetzt sicher nicht auf 10 Clubs. Letztendlich ist das doch das Ergebnis unserer guten Arbeit und so weiter, unseres sportlichen Erfolgs. Und habe natürlich damit auch national dazu beigetragen, zu dieser Zementierung, weil diese Zementierung mir wiederum geholfen hat, eine gewisse Planungssicherheit in der Schweiz zu haben. Also, und das erlebe ich auch bei Clubs, die ich jetzt berate, die Leader in ihren Ligen sind, dass sie eigentlich sehr, ich sage es mal, verschieden argumentieren. Einerseits für die große Verteilung sprechen international und gleichzeitig national möglichst viel Mittel bei ihnen behalten möchten. Gleichzeitig, und das ist ja das Spannende, wenn man vom Fußball ein bisschen übergeordnet auf den Fußball schaut, eigentlich daran arbeiten, dass der Wettbewerb im eigenen Land zerstört wird. Gleichzeitig. Das ist ja das Verrückte. Also wir arbeiten fast daran, den eigenen Wettbewerb zu zerstören. Und, aber das ist halt einfach auch ein bisschen gegeben durch diese Pyramiden, die wir haben, und ich finde den Ansatz natürlich sehr spannend, sich zu überlegen, wie können wir diese Pyramiden aufweichen und gleichzeitig den Wettbewerb wieder attraktiver machen. Ich möchte sehr gerne an dieser Stelle auch die Runde öffnen. Ich bin sicher, da sind auch von unseren Gästen Fragen da zum Thema Super League. Da wäre schon die erste, und ich glaube, es gibt auch ein Mikrofon, genau, damit wir Sie auch alle hören. Ja, danke schön. Hört man mich? Ja. Herr Häusler, Sie als Jurist und ich ebenfalls als Jurist muss mir da die Frage erlauben. Sie haben zwei Dinge angesprochen. Einerseits das Bosman-Urteil, was, glaube ich, für das Fußballgeschäft einiges in Bewegung gesetzt hat. Da vielleicht die Frage, glauben Sie, wir könnten das wieder etwas in regionalere Bahnen lenken mit entsprechender Rückendeckung durch die Politik? Sollten wir das vielleicht? Und die andere Frage, die sich mir stellt, ist wettbewerbsrechtlich. Sollten wir da vielleicht etwas aggressiver reingehen und vielleicht Monopolstellungen, wie sie mittlerweile in Deutschland bestehen, das kann man, glaube ich, sagen mit dem FC Bayern München, aufbrechen? Also spannend. Also ja, das Bosman-Urteil für diejenigen, denen das nicht ganz jetzt gegenwärtig ist, das geht natürlich zurück jetzt schon auf eine ganze Weile, und können wir eigentlich, finde ich, aus Sicht der
des heutigen Verständnisses der persönlichen Freiheit, auch der Arbeitsfreiheit, fast nicht in Frage stellen. Wir reden immer von den goldenen Zeiten in der Vergangenheit, aber in der Vergangenheit war es so, dass ein Club die Möglichkeit hatte, einen Spieler daran zu hindern, den Club zu wechseln am Ende seines Arbeitsverhältnisses. Man muss sich das mal vorstellen. Also ich habe einen Dreijahresvertrag unterschrieben, die 3 Jahre laufen aus. Wir wissen ja dann, dass überall sonst eigentlich klar ist, dass ich dann einen neuen Arbeitgeber suchen darf. Und früher konnten die Clubs dann sagen, nein, ich möchte noch eine Ablöse für dich. Und dann musste die von einem unabhängigen Gericht oder von einer Kommission festgelegt werden. So, das ist auch eine Erklärung für die große Treue der Fußballer in der Vergangenheit. Ganz nebenbei bemerkt. Also da wurden die Fußballer natürlich viel eher noch wie Sklaven gehalten in dem Sinne. Und von dem her war und ist das Bosman-Urteil für mich eigentlich richtig. Hat natürlich dazu geführt, dass die Spieler unglaublich mächtig geworden sind, hat dazu geführt, dass die Transfersummen in die Höhe geschnellt sind, hat dazu geführt, dass die Gehälter der Spieler in die Höhe geschnellt sind, aber ist so. Und die andere Geschichte, ob eine Monopolstellung, ob wir wettbewerbsrechtlich hier eingreifen dürfen, ich bin natürlich da eher skeptisch, ganz offen. Ich bin ein Freund des Nicht-Eingreifens in diesen Wettbewerb. Ich glaube, wir könnten das praktisch nur, und da lasse ich mich auch gerne von Ihnen noch belehren, aber grundsätzlich nur über starke Ligen. Also indem wir eigentlich jetzt das System umdrehen, so wie es jetzt ein bisschen geplant war, dass eine Liga ihren Wettbewerb organisiert und dafür schaut, dass dieser Wettbewerb auch ausgeglichen ist. Aber wie man jetzt in diese pyramidenförmigen Ligen eingreifen will, wettbewerbsrechtlich, um sicherzustellen, dass im nächsten Jahr in Deutschland nicht Bayern Meister wird, erscheint mir fraglich juristisch. Darf ich vielleicht zum Bosman-Urteil ergänzen? Das ist ganz spannend aus ökonomischer Sicht, wenn man sich das mal ansieht und auch mit anderen Branchen vergleicht. Durch das Bosman-Urteil hat man eigentlich diese Freizügigkeit der Arbeitskräfte in der Europäischen Union auch im Fußball hergestellt. Das haben wir eben auch in allen anderen Branchen. Ich habe vorher immer die Automobilbranche als Vergleichsbranche genommen, weil wir die alle kennen. Also wenn ein Mitarbeiter in Spanien arbeiten möchte, dann darf er in Spanien arbeiten. Wenn er in Deutschland arbeiten will, darf er in Deutschland arbeiten. Und das gilt eben jetzt nach dem Bosman-Urteil auch für die Fußballer. Also Der Markt ist vollkommen geöffnet für die Arbeitskräfte, wenn man so will. Aber der Unterschied zu allen anderen Branchen gegenüber dem Fußball ist der folgende. Im Fußball wurden die nationalen Märkte geschlossen gehalten. Als VW dürfen sie die Autos in ganz Europa verkaufen. Der FC Basel darf nur in der Schweizer Liga spielen. Die Schweizer Liga ist die kleinere Liga. Dort sind kleinere Clubs, dort sind weniger Zuschauer, dort sind weniger Zuschauer auch am Fernsehen. Der FC Basel muss jetzt quasi für einen Spieler genau das Gleiche zahlen wie der FC Liverpool, aber der FC Liverpool spielt in der attraktiven englischen Liga, der FC Basel spielt in der Schweizer Liga. Jetzt zahlt er die gleichen Löhne, aber am Produktmarkt, wenn man so will, der ist nicht geöffnet. Der FC Basel kann nicht in der englischen Premier League mitspielen und damit hat er diese Nachteile. Ja, wenn man das jetzt mal vergleicht mit anderen Branchen. Das Bosman-Urteil an und für sich okay, das Problem ist aber, die nationalen Märkte blieben verschlossen und das haben wir in anderen Branchen nicht. Und dann kann man sehr gut verstehen, wo dann diese Ungleichgewichte auch verstärkt werden. Das vielleicht eine kurze Ergänzung. Wunderbar, herzlichen Dank. Sind gleich hier noch Fragen? Ja, Herr Zwanner? Ja, ich habe eine Frage betreffend der Super League. Es war für mich sehr erstaunlich, dass 12 Clubs so eine Liga gründen möchten. Die haben das von langer Hand vorbereitet, haben sich geeinigt in der Kommunikation. Dann gab es einen Aufschrei und innerhalb von 48 bis 96 Stunden haben sich viele Clubs bereits zurückgezogen. Wie ist es erklärbar, dass intelligente Leute, hoffentlich intelligente Leute, solche Entscheidungen treffen und dann innerhalb von 48 bis 96 Stunden total einbrechen, das Ganze praktisch beerdigen, Leute werden entlassen, die solche Entscheidungen mitgetragen haben und die Fans sind ja aufgestanden und haben das praktisch zum Tode geführt. Also die Frage an die Runde, wie erklären Sie sich, dass diese Leute
solche Entscheidungen treffen, ohne zu wissen, was die Basis, und das sind eben auch die Fans oder vor allem die Fans, dass sie nicht gewusst haben, dass die das nicht mittragen werden. Eine mögliche Spekulation, das Problem ist, wir wissen zu wenig, was in den, alles abgelaufen ist, aber eine mögliche Spekulation. Wir haben diese Clubvereinigungen der großen Clubs, das ging mal los mit den G14, dann hießen sie G18, Sie erinnern sich vielleicht, die gibt es ja schon seit Jahrzehnten, wenn man so will. Und die haben sich eigentlich immer dann zusammengeschlossen, wenn sie versucht haben, ihre eigenen Interessen gegenüber den Verbänden, insbesondere der UEFA, durchzusetzen. Das war quasi immer so eine Drohkulisse. Die haben immer gedroht, ihre eigene Liga zu machen, haben es aber eigentlich nie beabsichtigt, haben aber versucht, dadurch ihr Verhandlungspotenzial zu verbessern. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was hinter den Kulissen gelaufen ist, aber wenn man jetzt, wie Sie sagen, davon ausgeht, dass das nicht alles vollkommene Idioten sind und es lagen ja 4 Milliarden auf dem Tisch und da macht man sich natürlich auch Gedanken, dann könnte man natürlich jetzt spekulieren, haben die versucht, irgendwelche Kompensationen, irgendwelche Zusagen etc. zu bekommen. Das wäre eine mögliche hypothetische Erklärung, aber dazu fehlen mir die Fakten. Also es war interessant, wie Sie sagen, wie schnell die das aufgegeben haben. Und meine Spekulation war, gab es vielleicht die ein oder andere Zusage in irgendeinem Bereich, dass man ihnen entgegenkommt. Man muss ja auch sehen, das ist die Zeit der Pandemie, die haben alle Umsatzeinbußen und einigen steht das Wasser bis zum Hals und in diesem Umfeld ist das Ganze ja entstanden. Aber das ist eine sehr spekulative These von meiner Seite. Ja, noch was zu ergänzen? Vielleicht, Herr Gebhardt. Herr Gebhardt? Ja, gerne, ja. Ich denke, das wird Forschung zeigen müssen, was da genau gelaufen ist. Aber ich denke schon, dass es machtpolitisch, weil ja auch ein Forschungsthema Machtpolitik ist bei mir im multinationalen Konzern, dass es da Probleme gab. Also, dass dort Abstimmungen stattgefunden haben. Ich habe heute gerade gelesen, dass zum Beispiel die Premier League jetzt Strafen an die Clubs, die teilgenommen haben. Die müssen insgesamt 22 Millionen Pfund bezahlen an die Premier League, die ihren öffentlichen Interessen sozusagen dienen sollen. Also da ist irgendwas schiefgelaufen mit der Abstimmung und man weiß ja auch, Deutschland war nicht dabei, aus welchen Gründen kann man auch noch spekulieren, und auch Frankreich. Es war also Italien, Spanien und die Premier League, also England. Also da ist einiges schiefgelaufen, auch machtpolitisch, und man hat wahrscheinlich auch bestimmte Anspruchsgruppen unterschätzt, wie die sozusagen reagieren. Was ja auch spannend oder eine spannende Anspruchsgruppe ist, die Herr Zahner auch angesprochen hat, sind genau eben die Fans, und über die müssen wir natürlich auch noch reden, wenn wir die Frage, wem gehört der Fußball, auch wirklich auch nur ansatzweise beantworten möchten. Herr Gebhardt, was nehmen die Fans denn für eine Rolle ein? Jetzt bei dieser Geschichte haben sie eine wichtige Rolle eingenommen. Soll, darf das so sein? Ich meine, die Fans gibt es natürlich nicht. Es gibt die Fans, die wir jetzt meinen, die sich dagegen gestellt haben. Es gibt natürlich auch bestimmt Fans, die das gut fanden. Die waren nicht so laut. Also die Fans haben unterschiedliche Interessen. Wir wissen auch, dass es unterschiedliche politische Interessen gibt, bis hin zu Hooligans und dann mehr demokratisch orientierte Fangruppen. Aber das war so, ich glaube, ich ist sauer aufgestoßen, dass da was von oben durchgedrückt wurde, ohne das gut zu kommunizieren und abzustimmen. Also wir wissen ja auch, in der Unternehmensforschung, dass Unternehmenskommunikation sehr wichtig ist. Und das ist irgendwie abhandengekommen. Man hat gerade die Fans nicht mitgenommen. Es gab ja großen Protest auch in Großbritannien, weil es dort eben mit der Kommerzialisierung und Privatisierung schon weiter fortgeschritten ist in Europa. Und mittlerweile gibt es ja auch eine paneuropäische Fangruppierung, die sich sozusagen dagegen jetzt formieren. Also man muss mal abwarten, wie das politisch sich weiterentwickelt. Die Ultragruppierungen nehmen ja im Fußball häufig eine sehr fordernde Funktion oder Haltung auch ein, zu fordern vielleicht. Wie sind Ihre Erfahrungen? Ja gut, meine Erfahrung ist, dass ich sicher für nichts so sehr kritisiert worden bin in der Schweiz und doch vor allem in der Schweiz als für den Umstand, dass ich den Dialog geführt habe. Das ist oft nicht verstanden worden. Dabei ist genau jetzt dieses Ereignis auf viel höherer Ebene das Ergebnis einer total fehlenden Dialogbereitschaft, Fähigkeit, eines kompletten Unverständnisses der Gegenseite oder der Menschen, die letztendlich den Club emotional tragen, nicht wirtschaftlich, emotional. Und für mich war dieser Dialog immer unglaublich wichtig, zu verstehen, wie diese Menschen ticken.
Und Dialog heißt nicht, die Meinung des anderen zu übernehmen. Dialog heißt, dem anderen zuzuhören vor allem und nicht einfach einseitig ihm die eigene Meinung aufzudrücken. Und für mich war das vielleicht eine der interessantesten Erfahrungen überhaupt, diesen Dialog, weil man dann erst realisiert, dass die Anspruchsgruppen dermaßen unterschiedlich sind in diesem Theater Fußball. Deshalb bin ich auch ein großer Gegner von zu strengen Kategorisierungen, die Ultras und so weiter. Natürlich gibt es Gruppierungen, die man irgendwie als eine Gruppe beschreiben kann, aber letztendlich sind es Menschen, die ihre Bedürfnisse irgendwie im Fußball ausleben, die zum Glück ins Fußballstadion kommen, dort ihre Anhängerschaft ausleben. Und solange sie das tun in einem Rahmen, der legal ist, war für mich immer ganz wichtig, sie auch in dem Sinne zu schützen und mitzunehmen, weil mir immer klar war, wenn du sie nicht mitnimmst, wirst du noch viel größere Probleme haben. Und zwar nicht ich persönlich, sondern in Bezug auf die Sicherheit und so weiter. Und deshalb ist für mich natürlich dieses Ereignis jetzt eine typische Bestätigung einer abgehobenen Schicht, die komplett die Basis verloren hat. Und diese Schnellstreaktion, die für mich auch komplett unerklärbar ist, ich stelle mir nur ansatzweise vor, wie viel Millionen schon investiert worden ist in dieses Projekt, dass man das über Nacht alles wegstreicht, nur weil ein paar Fans aus ihrer Sicht auf der Straße sind, das ist für mich unerklärlich. Da gibt es vermutlich auch noch weitere Erklärungen, über die wir nur spekulieren können. Aber es ist für mich trotzdem ein hochinteressantes Erlebnis, auch zu sehen, dass eben die Fans dieser Clubs in England, von denen man das Gefühl hatte, jetzt aus der Sicht des FC Basel oder des FC Zürich, dass diese Fans sich bereits völlig abgefunden haben mit der totalen Kommerzialisierung, weil wir natürlich das aus unserer Sicht nicht nur begrüßen, wie in England die Clubs geführt werden und irgendwann haben wir gesagt, ja gut, die akzeptieren das jetzt halt dort, aber offenbar leben sie noch. Das war ein klares Lebenszeichen. Da sind wir wieder so ein bisschen bei der Anfangsaussage, dass der Fußball doch ein bisschen uns allen gehört und auch den Fans gehört. Und das soll auch so sein. Ja, es ist auch ganz spannend, wenn man das betrachtet, jetzt wie die Reaktionen in den einzelnen Ländern waren. Also wir haben jetzt immer über England gesprochen, wo ein relativ großer Aufruhr war. Und dort ist es eigentlich so, dort haben die Fans kein Mitspracherecht in den Clubs. Das sind ja alles kapitalistisch geführte Clubs. Und dort haben sie kein Mitspracherecht. In Spanien war eigentlich kaum Aufruhr im Vergleich zu England. Und dort ist es so, die Clubs, die dort dabei waren, allen voran Madrid und Barcelona, dort haben die Fans ja das Sagen. Die können ja, wenn ein Präsident so etwas verkündet, die können ihn ja am nächsten Tag absetzen, wenn sie wollen. Ja, der muss sich ja demokratisch legitimieren. Und dort interessanterweise war also der Aufschrei wesentlich geringer, wenn überhaupt groß. Und die haben sich auch noch nicht verabschiedet von diesem Projekt. Also da muss man auch sehen, da gibt es, wie gesagt, in Europa ganz unterschiedliche Modelle. Und offenbar dort, wo die Fans demokratisch mitreden können, haben wir andere Reaktionen als dort, wo die Fans kein Mitspracherecht in der Form haben. Gibt es eine mögliche Erklärung für dieses Phänomen, Herr Geppert? Ich glaube, das ist zu früh. Das müsste man sich dann genauer angucken in der Forschung. Das ist zu früh, jetzt da was zu sagen. Ist einfach, das ist der nächste Schritt. Ja, was einen Monat zurückliegt, aber oder anderthalb Monate. Aber eine sehr interessante Frage, auch die Beobachtung von Herrn Dieter zu Spanien. Gut, gibt es weitere Fragen von unseren Gästen? Sie haben ja zuvor gesagt, dass ein Vorteil geschlossen liegen darin besteht, dass die besten Athleten öfters gegeneinander spielen und dass die Investoren dies fordern. Aber gehen wir nicht grundsätzlich davon aus, dass ein knappes Gut höhere Einnahmen generiert? Wie viel ist dann genug? Ja, das ist eine spannende Frage natürlich. Was ist genug? Also es ist auch im Sport übrigens eine spannende Frage, ob man nicht das Angebot rationieren sollte. Was wir beispielsweise beobachten, wenn wir noch eine Stufe runtergehen auf das einzelne Spiel, ist, dass Spiele ja häufig oder meist ausverkauft sind. Das heißt eigentlich ökonomisch, man hätte höhere Preise verlangen können. Wenn das Stadion voll ist, heißt das ja, wäre noch mehr Nachfrage da gewesen, ich hätte einen höheren Preis verlangen können, aber das macht man nicht. Ja. Sonst ökonomisch gesehen müssten ja die Stadien ab und zu mal nicht ganz voll sein, wenn ich quasi immer den maximalen Preis verlange. Aber das macht man nicht und eine mögliche rationale ökonomische Erklärung dafür ist,
dass es Bestandteil der Qualität des Spiels ist, dass es ausverkauft ist. Also ich mache bewusst am Anfang den Preis etwas niedriger, um sicherzustellen, dass das Stadion voll ist. Wenn das Stadion voll ist, fühlen sich die Fans wohl, die Stimmung ist gut. Und das könnte ich jetzt übertragen von dem einzelnen Spiel jetzt auch auf die gesamte Liga. Soll ich nicht die spannenden Spiele etwas rationieren, sodass sie eben noch die Highlights bleiben, dass sie die große Aufmerksamkeit erzielen? Aber das ist natürlich auch eine empirische Frage, wo ist da das Optimum? Ja? Also wenn die dreimal in der Woche gegeneinander spielen, wird es irgendwann mal langweilig, immer die gleichen. Aber sollen die jetzt nur alle 3 Jahre gegeneinander spielen oder einmal im Jahr, zweimal im Jahr? Das ist auch sicher eine spannende Frage, wo liegt da das Optimum? Was ist das Optimum aus Fansicht, aus Sicht der Aufmerksamkeit, die generiert wird? Ich glaube, wir in der Schweiz, wir haben das Problem nicht, dass die Stadien immer ausverkauft sind und dass man höhere Preise verlangen kann. Wir haben sogar darüber diskutiert, kriegen wir die Leute eher mit tieferen Preisen, noch tieferen Preisen in Staaten, haben dann auch festgestellt, sie kommen eben dann und zahlen relativ freiwillig, was man gerade verlangt, wenn sie kommen wollen. Und wenn sie nicht kommen wollen, dann kann man runter mit dem Preis und sie kommen dennoch nicht. Also von dem her ganz interessant, also im Fußball funktioniert das vielleicht nicht so wie bei anderen Produkten. Wenn ich habe auch immer wieder die Bemerkung erhalten, ja, Europa-League-Spiele, die kommen wir nicht, die finden erst um 9 Uhr statt. Die Champions-League-Spiele, die alle sehen wollten, fanden um 8:45 statt. Also ganz interessant, dass die Leute finden dann auch immer eine Erklärung oder einen Grund, warum sie nicht ins Stadion kommen wollen. Und hier in der Schweiz mit unserem kleinen Markt sind wir irgendwann mal zu diesem Modus gekommen mit 10 Clubs. Mit dem großen Nachteil natürlich, dass die großen Affischen, die großen Derbys 4-mal im Jahr stattfinden. Und das muss ich Ihnen nicht erklären als Vertreterin der Medien natürlich, die den Sport, den Fußball genau verfolgen und uns allen nicht. Es verliert natürlich an Attraktivität, wenn Sie das Derby 4-mal haben. Aber das ist auch aus der Not geboren natürlich, dass wir gar nicht die Wirtschaftskraft in der Schweiz haben im Fußball, dass wir 16 oder 18 Clubs haben könnten, die mehr oder weniger einen spannenden Wettbewerb durch. Deshalb ist ja auch die Modusdiskussion in allen Ländern, in allen kleineren Ländern, nicht typischerweise nicht in der Premier League oder in Spanien, aber in kleinen Ländern ist die Modusdiskussion eine Diskussion, die alljährlich neu geführt wird. Der Hoffnung, dass wir einen spannenden Wettbewerb generieren können. Ne? Ja, im Eishockey haben wir die Derbys noch viel öfter, oder? Und auch das funktioniert. Weitere Fragen, genau. Ja, ich habe eine Frage zu den oder eine Bemerkung, eine Frage zu den europäischen Wettbewerben. Mit der Umwandlung des Meistercups in die Champions League Anfang 90er Jahre war ja kaum eine neue Liga neben die Ligen. Und meine Frage zielt eigentlich dahin, verträgt es das? Das ist ja auch der große Unterschied zu Nordamerika. Es gibt keine Liga neben der Liga. Und die Champions League ist eine Liga neben der Liga, währenddem wir vorher Pokalwettbewerbe hatten neben den nationalen Ligen. Und Pokalwettbewerbe, dort spielt der Zufall eine viel größere Rolle als im Meisterschaftsbetrieb. Daher nimmt mich Ihre Einschätzung wunder, ob die Champions League in diesem Sinne der Sündenfall war letztlich. Und kann man den rückgängig machen in irgendeiner Weise? Wir haben jetzt viel über eine Weiterentwicklung der Champions League gesprochen. Wie kann man das abfedern? All das Unheil, das geschehen ist, oder all die Ansprüche, die jetzt neu kommen. Und meine Frage zielt eigentlich eher dahin, war das nicht eigentlich das Grundproblem, dass es Pokalwettbewerbe, europäische, als Konkurrenz ertragen hat, aber Ligen neben Ligen eben nicht erträgt? Also ich glaube, je kommerzialisierter eben der internationale Sport ist, desto weniger natürlich sucht er das, was Sie suchen oder was Ihnen eben so gefallen hat an diesem internationalen Wettbewerb. Und da komme ich wieder zur fehlenden Planbarkeit, zu diesem Zufallselement, das wir alle lieben. Das wird gerade noch an einer Weltmeisterschaft akzeptiert oder Europameisterschaft, bei der alle Clubs, die sich qualifizieren, bereits schon ihre Prämien mehr oder weniger erhalten haben. Da kann man noch mit Viertelfinal, Halbfinal, Final fungieren. Aber sonst diese Champions League, die Diskussion, die Sie führen, ist praktisch ein Weg zurück. Und derzeit sind wir ja eher sogar daran, die Champions League, so wie sie heute noch existiert, in der sogar kleinere Länder wie die Schweiz oder Polen und so weiter einen Vertreter vielleicht dabei haben kann, noch zu erhalten.
Also die Diskussion geht mehr oder weniger in die andere Richtung. Muss man nicht über die Champions League nochmal eine Liga bilden, in der, wie gesagt worden ist, die großen Spieler, die großen Namen noch häufiger gegeneinander antreten und sich nicht mit dem FC Basel rumschlagen müssen? Das ist schon eher die Diskussion, die derzeit geführt wird. Ja. Herr Gebhardt, ja. Ja. Ich stimme vollkommen zu. Wenn man der Meinung ist, dass Kommerzialisierung grundsätzlich gut ist, ist das der richtige Weg. Aber wenn man sozusagen die Gegner sich anhört, gerade die Lautstarken von Großbritannien, die ich mir angesehen habe und gelesen habe darüber, die würden schon sagen, das war der Sündenfall und man muss wieder zurück. Ich würde auch sagen, Genie is out of the bottle. Also man kann nicht mehr zurück, aber die Gegner haben sehr starke Argumente dafür. Wir haben jetzt auch noch die Conference League. Also wir haben jetzt 3 europäische Ligen, es wird immer mehr, also man kann dann wirklich die ganze Woche Fußball gucken und ist es dann wirklich, weiß ich nicht, die Fans fragen, ist es dann wirklich sinnvoll? Die Super League ist ja nochmal eine andere Geschichte, aber generell gibt es immer mehr Spiele und viele Fans, die dagegen sind, die Kommerzialisierung, die würden gerne wieder die Genie zurück in die Bottle holen, ne? Und wollten vielleicht auch wieder die alten Wettbewerber haben und so weiter. Also das sollte man schon auf dem Schirm haben, dass das sozusagen einige Gruppen sind, die das durchaus wollen, politisch. Ja, aber also dazu eine Bemerkung. England, das habe ich auch selbst erlebt, in der ECA ist die Diskussion schon einmal war, bei England müssten wir natürlich in einem Punkt sehr vorsichtig sein. Die Engländer haben bereits ein Prime-Produkt, ein Milliardenprodukt. Für die Engländer ist die Champions League am Schluss ein 5-3% des Umsatzes. Für einen deutschen Club ist es je nachdem eine Verdoppelung des Umsatzes, für einen Schweizer Club eine Verfünffachung. Also ein kompletter Unterschied. Und dass natürlich dann die Engländer, das habe ich auch erlebt in Diskussionen, je nachdem noch großzügig sagen, die Champions League, das ist nicht so wichtig für uns, lässt sich natürlich relativ einfach erklären, auch mit diesen Zahlen. Die Premier League ist so stark, dass je nachdem in China oder so die Engländer gar nicht so glücklich sind mit einer zu starken Champions League. Die genießen es noch, dass der FC Basel und so weiter in der Champions League sind und Young Boys oder Zürich und so weiter. Dass eben da nicht ein Produkt steht, das, und wir müssen ja nur Premier League-Spiele anschauen, dann wissen Sie, was ich sage. Das ist natürlich auf höchstem Niveau. Da ist der Letztklassierte in der Premier League besteht aus Nationalspielern aus ganz Europa. Das ist so eine andere Welt heutzutage. Spieler, die sich in der Schweiz niemand leisten kann. Und dazwischen gibt es noch eine Generation, eine ganze Gruppe von Spielern. Im Tennis würde man sagen, die Weltranglisten Nummer 30 bis 300, die sitzen auf der Ersatzbank in England. Lieber, als dass sie in der Schweiz oder in Portugal oder in Russland spielen. Weil sie auf der Ersatzbank in England viel mehr verdienen. Und das ist die heutige Realität. Und in der müssen wir, ich glaube, als Fußballfans irgendwie leben. Also es nützt uns nichts, denke ich, wenn wir uns Dinge erwünschen, die einfach nicht mehr mit der Realität übereinstimmen, die gegeben ist. Und das heißt nicht, dass wir uns verabschieden müssen vom Fußball, da bin ich ganz anderer Meinung. Da ist noch eine Frage. Nur das Mikrofon wird vermisst. Ja, jetzt ist es da. Ja, vielen Dank für die gute Runde. Herr Gebhardt hatte vorher gesagt, dass er eine mögliche Ursache für die Aufruhr rund um die Super League in der europäischen Ignoranz beziehungsweise in der Ignoranz amerikanischer Investoren gegenüber der europäischen Fußballkultur sieht. Und meine Frage wäre jetzt, ob die Ignoranz vielleicht nicht auf europäischer Seite hier liegt, dass wir zum einen postulieren, Fußball ist nur ein Spiel, wie Herr Häusler gesagt hatte zum Beispiel. Auf der anderen Seite wird aber da über Einschaltquoten gehandelt und zum Beispiel werden ganz medial, zeigen wir die, keine Ahnung, vielleicht paar tausend Fans, die vor Anfield demonstrieren nach der Super League, aber die 1 Milliarde chinesischen Fans, die vor dem Fernseher sitzen und denken so, ja, zeig mal ein bisschen mehr Liverpool gegen Manchester United, die ignorieren wir dann auch ganz gern und sind dem vielleicht ein bisschen blind gegenüber, dass Fußball mittlerweile halt auch ein recht globales Produkt ist. Und meine Frage wäre jetzt, ist der Spagat überhaupt möglich zwischen diesem romantischen Fußballbild, was halt gerne vermarktet wird in Europa, und dem kommerziellen Modell, wie es halt sehr erfolgreich in Nordamerika betrieben wird? Herr Gebhardt, wollen Sie? Verstehen Sie mich noch? Ich habe jetzt nicht alles verstanden von der Frage. Wir hören Sie. Nee, jetzt ist er leider rausgefallen.
Vielleicht hier aus der Runde. Ja, man kann ihn nur beipflichten. Mhm. Es ist so. Es ist ein Spagat und es ist spannend, sich... Ich verstehe nur die Hälfte, tut mir leid. Jetzt sind Sie wieder dran, Herr Gebt. Ja, ich habe nur die Hälfte verstanden, tut mir leid, weil die Verbindung jetzt mehrmals weg war. Ich habe ein bisschen verstanden, also die Ignoranz, sozusagen, dass man Geld auch über internationale Fans bekommt, das weiß ich auch gerade bei britischen Clubs und auch Branding und Marketing und Merchandising, klar. Aber ich denke schon, dass es auch ein Kulturkampf ist. Wenn man sich eben Sport anguckt und gerade Fußball, da gibt es ein schönes Buch jetzt auch, was rausgekommen ist, über wie Fußball von der Politik benutzt wird. Also dass es ja auch nationale Interessen gibt beim Fußball. Also wenn man sich, Sie haben ja auch schon genannt in der Diskussion, diktatorische Regimes anguckt, wie jetzt gerade Herr Orban, der sozusagen jetzt auch bei der EM 100% ins Stadion lässt, in Corona-Zeiten, das einzige Land, und Herr Erdogan sozusagen Fußball benutzt. Also da sind immer auch nationale Interessen neben diesen kommerziellen, die wir jetzt gerade diskutieren, spielen auch eine Rolle. Und damit gibt es diese ganzen Interessenkonflikte, die über Kommerzialisierung hinausgehen, beziehungsweise auch eine Gegenbewegung gegen Kommerzialisierung sind. Wunderbar. Brennt noch eine Frage im Publikum? Das ist der Fall. Ja, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage betreffend... Wann ist genug? Immer mehr Fußball. Also jetzt haben wir noch eine Liga mehr, die dritte, weiß nicht, wie sie heißt. Eben, das ist ja, ich bin sehr sportaffin, aber ich weiß nicht, wie sie heißt. Dann haben wir die Nations League im Fußball auf Stufe Nationalmannschaften. Es wird immer mehr. Ist irgendwann genug oder will man das immer mehr ausweiten, weil man denkt, mehr gleich mehr Umsatz, mehr Geld generieren, mehr Gewinne machen? Einerseits, es gibt das andere Beispiel, ich bin nicht ganz sicher, aber Herr Professor Diedl, Sie wissen das sicher, die lukrativste, umsatzstärkste Liga der Welt ist, glaube ich, die NFL. Ja. Und die haben nur 16 Ligaspiele und dann die Playoffs. Also dort wird verknappt. Und im Fußball wird nicht verknappt, sondern die Menge wird ausgedehnt. Ja. Was denken Sie zu dieser Gegenbewegung? Wäre eine Verknappung nicht auch ein Modell? Also zur NFL, das ist richtig, das ist die umsatzstärkste Liga der Welt, vor allem durch die großen Fernseheinnahmen. Und die großen Fernseheinnahmen kann man wieder damit erklären, dass dort jede Mannschaft im Prinzip jede andere Mannschaft schlagen kann. Also da haben wir eine sehr starke sportliche Ausgeglichenheit. Natürlich gibt es schon einige Teams, die überproportional häufig gewinnen, aber es ist vorm Spiel nicht klar, wer gewinnt. Da kann also auch... im Extremfall der Letzte den Ersten schlagen, was auf Dauer in den meisten anderen Ligen eigentlich unmöglich ist. Und diese sportliche Ausgeglichenheit kriegen Sie dadurch hin, dass Sie sehr viel der Einnahmen umverteilen. Da wird also ein Großteil der Einnahmen einfach mal nach Köpfen verteilt. Das war früher sogar so bei den Stadioneinnahmen, die gingen auch alle erst in einen Topf und wurden dann umverteilt. Das ist der eine Mechanismus. Der zweite Mechanismus ist der Salary Cap. Und der Salary Cap ist dort ein harter Cap. Da darf jede Mannschaft nur einen vorgegebenen Betrag für die Spieler ausgeben. Wie es dann auf die einzelnen Spieler verteilt wird, da gibt es relativ viele Freiräume, aber so in der Größenordnung 150, 160 Millionen Salär pro Jahr fürs Team. Ja, und damit ist natürlich sichergestellt, dass die Unterschiede nicht so groß werden in der Leistungsfähigkeit. Dann kommt noch der Draft hinzu, das kennen Sie als Eishockey-Experte natürlich auch über die NHL. Von daher haben die eigentlich ein relativ gutes, wenn man so will, spannendes Produkt generiert und erzielen diese hohen Einnahmen. Jetzt ist es aber so, dass die eigentlich auch ausdehnen, die rationieren nicht. Die haben jetzt auch noch Spieltage hinzuaddiert und die versuchen auch natürlich die ganzen spannenden oder lukrativen Fernsehzeiten abzudecken. Das ist, man muss ja sehen, diese Ligen sind nicht mit anderen Ligen in der gleichen Sportart im Wettbewerb, sondern letztendlich geht es um die Aufmerksamkeit. Und damit sind sie natürlich erstmal mit anderen Sportarten im Wettbewerb, aber auch mit anderen Unterhaltungsformen. Es gibt eben eine gewisse Aufmerksamkeit, die ist begrenzt von jedem potenziellen Fernsehzuschauer. Und jetzt möchte natürlich jede Sportart möglichst viel dort abdecken. Und deshalb versucht man da möglichst die attraktiven Sendeplätze zu belegen. Die haben also ursprünglich die Spiele immer am Sonntag gehabt, weil am Samstag die College-Spiele waren. Dann haben sie irgendwann mal erkannt, dass der Montag eigentlich ein sehr attraktiver Sendeplatz ist. Dann haben sie Monday Night Football generiert. Als nächstes haben sie gesehen, das funktioniert, dann haben sie den Donnerstag
avisiert und haben Thursday Night Football noch auf den Markt gebracht. Also dort ist schon auch eine gewisse Ausdehnung. Aber wie Sie richtig sagen, die haben im Vergleich zu anderen Sportarten viel weniger Spiele in der Saison. Also ursprünglich 16 Spiele, jetzt wollen sie den 17. Spieltag, glaube ich, kommt der jetzt. Und dann haben sie natürlich noch die Playoffs. Aber das Spannende ist, dass die eben mit diesen viel weniger Spielen genauso viel oder sogar noch mehr Umsatz erzielen als das andere Extrem ist die Baseball-Liga. Die Baseball-Liga hat in der regulären Saison 162 Spiele. Das ist also das Zehnfache. Ja. Und zu Ihrer Frage jetzt zurück, wo ist das Optimum? Ja, wie stark versucht man es auszudehnen oder wie stark versucht man es zu rationieren? Wie gesagt, wenn ich es rationiere, dann habe ich eben den Highlight einmal im Jahr, dann habe ich viele Aufmerksamkeit. Aber was tue ich an den anderen Sendezeiten? Und dann besteht die Gefahr, dass da zu anderen Sportarten abgewandert wird. Also das ist auch wieder ein sehr diffiziles Geflecht, wo ich versuchen muss, möglichst das zu optimieren. Wunderbar. Wir nehmen das als Schlusswort. Unsere 90 Minuten sind um. Wem gehört der Fußball? Das war die Frage, die wir gestellt haben am Anfang. Und ich denke, wir haben viele Antworten gefunden. Aber ich denke auch, es ist natürlich ein unerschöpfliches Thema. Ein herzliches Dankeschön an die Runde, Herr Häusler, Herr Dietl und danke. Herr Geppert. Und an Sie alle natürlich. Schön, dass Sie hier waren. Weiterhin einen wunderschönen Abend. Tschüss miteinander. Okay.